Als sich das letzte Mal der US-Präsident und der Notenbankchef der Fed getroffen haben, um über die Inflation zu sprechen, da war Paul Volcker Fed-Chef und Ronald Reagan war US-Präsident. Und heute wiederholt sich dieses Schauspiel. Joe Biden will mit Jerome Powell über die Inflation sprechen. Was kann man tun? Wie kann man es tun? Und die Märkte, die hoffen insgeheim so ein bisschen, dass Powell hier, naja, ein bisschen die Order kriegt, zieh die Zügel nicht zu straff an, denn ich will doch die Midterm Elections im November gewinnen, diese Zwischenwahlen. Also kannst du jetzt ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und die Sache ein bisschen lockerer angehen lassen. Die Frage ist, stimmt diese Annahme? Und die Antwort ist ziemlich klar, no, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dementsprechend dürften die Aktienmärkte es weiter nicht einfach haben, weil sie faktisch gegen die Fed und nicht mit der Fed arbeiten. Lange war es ja so, dass die Aktienmärkte den Rückenwind der US-Notenbank hatten. Jetzt haben sie den Gegenwind. Und warum das so ist, das wollen wir uns einfach mal anschauen. Ja, dieses Treffen heute 19:15 deutscher Zeit wird es stattfinden zwischen beiden. Zwischen Paul und Finanzministerin Janet Yellen ist auch noch dabei. Wie gesagt, es geht um die Inflation. Man will auch ein bisschen natürlich über die Wirtschaft diskutieren. Jetzt ist aber die Sache die, dass, wie Puru Saxena hier richtigerweise anmerkt, das erste Problem ist für Joe Biden jetzt erstmal die Inflation. Die muss runter. Und dann kann man an die Zwischenwahlen denken. Deswegen sagt hier dieser Analyst, ja, erst im Frühherbst wird die Fed wahrscheinlich umsteuern und sagen, ach, wir lassen jetzt mal die Zügel ein bisschen laufen, aber eben jetzt noch nicht. Und das bedeutet, dass nicht nur ab morgen die Bilanzsumme der Fed sich reduzieren wird, sondern auch die Zinsen weiter steigen. Und das ist nicht das optimale Umfeld für Aktien. Das letzte Mal übrigens, als sich eben Fed-Chef und US-Präsident wegen der Inflation getroffen haben, ich habe das vorhin schon angedeutet, war, als Reagan noch Präsident war und der war damals mit seinem Weißen Hauschef Jim Baker, mit Paul Volcker in einem Raum und Jim Baker hat Volcker gesagt, dem Notenbankchef, also hier, wir haben zwar ein Inflationsproblem, aber das mit den Zinsanhebungen, das lässt du besser, mein Lieber. Volcker hat dann Reagan angeschaut und der hat geschwiegen. Es kam also nicht von Reagan, sondern es kam vom Chef des Weißen Hauses, Chief of Staff, eben Jim Baker, der dann später ja Außenminister geworden ist. Jedenfalls hat Volcker dann ohnehin bald den Karren hingeschmissen, hat aufgehört, hat gesagt, ich will aus privaten Gründen nicht mehr Fed-Chef sein. Deswegen hat er nicht revoltiert. In den 70er Jahren hat er ja massiv die Zinsen angehoben. Diesmal hat er dann gesagt, okay, ich lasse es mal sein. Also jetzt eine Art Wiederholung dieses historischen Treffens, schon sehr, sehr interessant. Und der Ausgang dieses Treffens dürfte eben nicht wie damals sein, dass der Chef des Stabes eben von Joe Biden, dann Paul sagte, das mit den Zinsanhebungen, das lässt du wohl besser, das dürfte nicht passieren, denn die Inflation ist ein riesiges Problem. Wir sehen heute etwa neuer Allzeitrekord bei den Durchschnittstankstellenpreisen in den USA und das ist das, was die Leute am direktesten spüren, was direkt sozusagen als Symbol für Inflation gilt, das hat man im Blick. Durchschnittliche Tankstellenpreise für eine Gallone 4,62 $. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, die wie gesagt dann heute nach schwachem Beginn eine Drehung gemacht haben, in der Hoffnung, dass das ähnlich enden wird wie damals Volcker, Ronald Reagan und Jim Baker, da sollten wir uns vielleicht eine Lehre in Erinnerung rufen. Was sind die wertvollsten Lektionen von Januar 2020 bis jetzt, also könnte man sagen vor dem Corona-Crash, kurz vor dem Corona-Crash bis jetzt. Don't fight the Fed, both on the way up and on the way down. Also weder auf dem Weg nach oben, noch auf dem Weg nach unten. Und viele, auch ich, haben zeitweise hier ziemlich falsch gelegen in der Einschätzung, dass die Märkte völlig übertreiben. Okay, die Fed macht Stimulus, aber die Bewertungen sind absurd. All das, was da passiert, ist absurd. Ja, es war absurd, aber es war eben liquiditätsgetrieben. Und jetzt machen viele den Fehler, dass sie nicht erkennen oder anerkennen wollen, dass jetzt eben der Wind komplett sich gedreht hat und sie erwarten aber praktisch das alte Schema weiterwirkend, während sich aber die Mechanik der ganzen Geschichte schon komplett gedreht hat, nämlich früher Liquiditäts,
Flutung, jetzt Liquiditätsentzug. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Und wir haben schon erste Andeutungen nochmal bekommen, dass diese Bärenmarkt-Rallye, die wir derzeit sehen, wahrscheinlich nicht sehr nachhaltig sein wird. Erstens war ja die Annahme, okay, die Fed wird im September die Zinsen nicht mehr anheben, wird also eine Pause machen. Man hat sich da auf Bostic, den das Fed-Mitglied, berufen. Und zweitens, man hatte gesagt, die Inflation in den USA wird eher hoch erreichen. Diese beiden Grundannahmen dieser Bärenmarkt-Rallye sind herausgefordert worden durch gestrige Kommentare von Waller, auch von der Fed, der gesagt hat, wir heben die Zinsen so lange an, bis die Inflation in Richtung 2, vielleicht knapp über 2% liegen wird. Und dann haben wir weiter deutliche, überraschende Inflationszahlen, unter anderem aus der Eurozone, dazu gleich mehr. Und ja, wir hatten ein Kaufsignal bekommen in den letzten drei Handelstagen. Vor heute haben wir gesehen, dass vor allem das Aufwärtsvolumen sehr, sehr groß war. Über 80% des Volumens ist in steigende Aktien gegangen an der New York Stock Exchange. Aber das Gesamtvolumen war relativ klein. Aber sei es drum, schauen wir uns mal diese roten Punkte an. Wenn das drei Tage hintereinander der Fall war, dass also fast alles in steigende Aktien geht, dann war eigentlich immer eine Änderung der Geldpolitik der Fed am Start, die hin zu einer Lockerung geführt hat der Geldpolitik, nicht zu einer Straffung. Also diesmal haben wir ein völlig anderes Umfeld. Und Paul Tudor Jones, der vielleicht beste Hedgefondsmanager aller Zeiten, jedenfalls jemand, der sagenhafte jährliche Performance hingelegt hat, und zwar jedes Jahr, der hat gesagt, wenn du dir mal anschaust, wie Bärenmärkte funktionieren, dann wirst du feststellen, dass die Charakteristik von Bärenmärkten immer dann besonders auffällig ist, wenn es Zeiten sind, wo die Inflation steigt und dementsprechend die Zinsen steigen. Das heißt, echte Bärenmärkte, es sei denn, es kommen vielleicht politische Ereignisse, schwarze Schwäne, irgendwie wie Corona oder 9-11 oder ähnliche Sachen von außen, die kein Mensch irgendwie auf dem Zettel haben kann. Aber normalerweise entstehen Bärenmärkte in Zeiten steigender Inflation und der Reaktion der Notenbanken durch dann steigende Zinsen, die wiederum die Liquidität aus den Märkten rauszieht. Und schauen wir uns mal das Platzen der Dotcom-Blase an im Jahr 2000, 2001. Hier sehen wir, da hatten wir während dieser Zeit 11 Rallyes, nämlich bis von März 2000 bis Oktober 2002, 11 Rallyes, die mindestens 10% betragen haben. Also wo die Märkte dann nochmal richtig gestiegen sind zwischendurch in der Summe, aber eben deutlich gefallen sind. Und bisher hatten wir in der Covid-Bubble-Bust-Bear-Market-Rally zwei dieser Bear-Market-Rallies, nämlich Januar 2022, 11% ging es da nach oben, und März 2022, 17% ging es nach oben. Jetzt haben wir ja wieder auch eine Rallye gesehen, die schon Schmackes hat, aber wahrscheinlich wird da bald der dritte Eintrag auf der rechten Seite folgen müssen. Warum? Weil die Fed keinerlei Notwendigkeit sehen wird, jetzt erstmal die Aktienmärkte zu retten. Hier sehen wir Bilanzsumme der Fed. Auf der einen Seite schwarz und blau ist der S&P 500. Und wenn wir sehen, wir sind noch weit über den Allzeithochs aus dem Februar 2020. Und die Bilanzsumme, die beginnt jetzt erst zu schrumpfen. Also Liquiditätsentzug. Insgesamt sind wir noch, selbst als wir unter der 4000er Marke waren im S&P 500, über 20% über dem ehemaligen Allzeithoch vor der Pandemie oder vor dem Crash, dem kurzfristigen Crash, den wir dann gesehen haben. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft. Das ist das eine. Bisher also an den Aktienmärkten nicht wirklich viel passiert aus Sicht der Fed. Für einzelne Investoren war das natürlich schon traumatisch. Aber das, was Sie hier sehen, ist für die Fed noch wichtiger. Es sind nämlich die sogenannten Spreads, also die Risikodifferenzen, Renditedifferenzen zwischen sogenannten A-Rated Bonds, also gut gerateten Bonds, die durch Ratingagenturen sehr gut geratet sind, weil sie eine gute Bonität besitzen, und den sogenannten Junk Bonds, also Anleihen, die schlechte Bonitäten besitzen. Und hier sehen wir, ja, der Spread ist schon ein bisschen nach oben gegangen. Also die Junkbond-Renditen sind etwas stärker gestiegen als die A-gerateten Unternehmensrenditen oder Anleiherenditen. Aber es ist noch lange nicht auf einem Niveau, auf dem in den vergangenen Jahrzehnten die Fed eingeschritten ist, zumal die Fed ja jetzt dieses Inflationsproblem an der Backe hat. Interessant auch, wenn wir uns mal hier die Covid-Bubble anschauen, wie sie hier genannt wird, dass wir praktisch auf demselben Niveau wie damals bei der Dotcom-Bubble
das Verhältnis pieken haben sehen zwischen teuren Aktien und eher günstigen Aktien. Wir erinnern uns, irgendwelche Aktien, IPOs, die dann hochgeflogen sind, praktisch wie Rivian etwa, praktisch null Umsatz, aber Bewertungen teilweise höher als 10 andere Autokonzerne zusammen, die wirklich Millionen an Autos verkaufen, und die haben vielleicht 10 verkauft bisher. Also das zeigt, dass da natürlich etwas faul war. Wir sind also auf dem gleichen Niveau wieder nach unten gedreht, und das zeigt, dass wir hier möglicherweise eben jetzt das Platzen eigentlich der Covid-Bubble sehen und dass wir jetzt eine Bärenmarkt-Rallye innerhalb des Platzens dieser Covid-Bubble sehen. Und wir merken auf der anderen Seite, dass die Fed natürlich erste Erfolge verzeichnen kann. Was ist das Problem der Fed? Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Ich hatte heute Morgen schon erwähnt, es gibt eine Untersuchung der Fed, die sich mal angeschaut hat, naja, woher kommen denn diese 8% Inflation? Und dann hat man gesagt, ja, okay, 2% sind halt sowieso Inflation, das ist etwas, was eben mehr oder weniger der Fall ist. Und dann haben wir 3% durch den Angebotsmangel und 3% durch die exzessive Nachfrage, die durch Stimuli etc. gekommen ist. Das heißt, die Nachfrage ist mindestens genauso das Problem wie das Angebot. Also ist die Fed eben in der Lage, dass die Nachfrage ein bisschen zu dämpfen, und das gelingt, wie wir hier im Verbrauchervertrauen Conference Board sehen. Nachfrage sinkt wegen Zinsen, und die Leute haben das erste Mal so ein bisschen Sorge in Sachen Arbeitsplatz. Also der Arbeitsmarkt scheint so ein bisschen jetzt seinen Hochpunkt erreicht zu haben, ist ja ein nachlaufender Indikator. Nachfrage sinkt, man sagt, ja, die Zinsen steigen, Geld wird teurer, das reduziert natürlich dann auch den Konsum der Amerikaner. Also wir sehen, da passiert schon was. Aber noch ist zu wenig passiert, vor allem seitens der Notenbanken. Schauen wir uns mal die Inflationsraten weltweit an. Australien 5,1, Kanada 6,8, Eurozone 8,1, USA 8,3, UK 9,0, und schauen wir uns die Zinssätze an, die schwanken zwischen 0,35% Australien und 1,0% UK. Also das ist natürlich weit, weit hinter der Kurve, das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Dementsprechend hatten wir heute ja dann auch die Verbraucherpreise aus der Eurozone, gestern ja schon die deutschen Daten überraschend hoch mit 7,9%, mal wieder eine Inflation Surprise. Jetzt sehen wir auch hier wieder deutlich über der Erwartung. Und siehe da, nicht nur die Märkte reagieren, nämlich die preisen jetzt 115 Basispunkte bis zum Jahresende ein, also praktisch zwei und ein paar zerquetschte Zinsanhebungen. Ein Drittel Zinsanhebungen könnte man sagen, also dass die EZB dann wahrscheinlich im Juli und im September die Zinsen anhebt und vielleicht im Dezember nochmal, so die Erwartung der Märkte. Und siehe da, ein Sprecher der EZB, ein Mitglied der EZB, Kasimir, hat gesagt, ja, ich erwarte, dass wir im Juli die Zinsen um 0,25% anheben, aber wir sollten auch nicht ausschließen und sollten offen sein zu diskutieren, ob wir die Zinsen nicht im Juli gleich um 0,5% anheben. Also das ist praktisch etwas, was hier auch ein Analyst sagt. Also wir haben eine Kerninflation ohne Nahrung und Energie, die bei 3,8% liegt. Dementsprechend muss man vielleicht sogar darüber diskutieren, die Zinsen mal um 0,5% anzuheben. Ja, hier sehen wir das auch nochmal bestätigt von Jörg Krämer. 3,8% von 3,5% gestiegen, diese sogenannte Kerninflation. Und was macht die EZB? Die kauft bis Ende des dritten Quartals offenkundig noch weiter eben Anleihen. Also die packt noch Liquidität ins System, während gleichzeitig sie längst schon auf die Bremse treten müsste. Es ist unfassbar, was da passiert, auch wenn jetzt langsam man sich zu drehen beginnt. Aber eins scheint klar, Ölembargo auf der einen Seite, auf der anderen Seite dreht Russland jetzt in verschiedenen europäischen Staaten den Gashahn ab. Gestern Niederlande, jetzt dürfte Dänemark folgen. Also das wird weiterhin die Gaspreise hochhalten, die Ölpreise dürften hochbleiben. Das heißt, die Energiepreise werden nach wie vor Inflationstreiber sein, werden die Inflation zumindest nicht runterkommen lassen nachhaltig. Und das ist genau das Thema, vor dem die Europäische Notenbank jetzt steht, und sie muss handeln. Der Druck wird größer, der Öffentlichkeit, der Politik, die sagen, ihr müsst jetzt endlich mal was machen. Druck ist auch, by the way, in China der Fall. Wir sehen, dass die Chinesen jetzt Erfolge erzielen im Verhältnis mit den USA, und das hat wiederum mit der Inflation zu tun, denn
Hier die Amerikaner überlegen jetzt wirklich einfach die Zölle, die damals Trump gegen chinesische Waren eingeführt hat oder Firmen eingeführt hat, jetzt abzuschaffen oder zu verringern. Warum? Weil man die Chinesen so lieb hat? Nein, sondern wegen der Inflation, damit die Preise weiter runterkommen. Das ist das eine. Dann sehen wir auf der anderen Seite, dass natürlich diese Bindung zwischen Russland und China enger geworden ist seit dem Ukraine-Krieg. Wir sehen das jetzt etwa das Volumen von Yuan-Rubel-Trading deutlich gestiegen ist, nämlich um über 1000%, hat sich also deutlich verstärkt. Und fast 4 Milliarden sind es jetzt seit dem Start des Ukraine-Krieges. Also wir sehen, dass die auch in ihren Finanzsystemen enger aneinander rücken, dass damit die Welt sich weiter entflechtet, entkoppelt. Auf der einen Seite eben der Osten, Ferne Osten und Russland und auf der anderen Seite der Westen. Das wird natürlich für den Dollar auch wahrscheinlich Folgen haben, aber es wird auch für China Folgen haben. Wir sehen, dass die schon ziemlich nervös sind. Die haben jetzt neue Kredite gegeben an die Provinzen, die ja ohnehin hochverschuldet sind. Man versucht jetzt Maßnahmen mit 33 Maßnahmen die Wirtschaft wieder ein bisschen zu stimulieren. Auf der anderen Seite aber geht ihnen das Geld aus. Das heißt, sie müssen neue Schulden machen, denn die Steuereinnahmen sind fast um die Hälfte nach unten gegangen. Also das ist jetzt ein riesiges Thema. Dabei ist China ja eines der verschuldetsten Länder der Welt mit 335% Verschuldung zum BIP, wenn man die staatseigenen Firmen mit hinzurechnet, und alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Dagegen ist Griechenland, wie gesagt, ein Waisenknabe. Jedenfalls kommt da weitere Schulden obendrauf. Etwa 2 Billionen dieser Schulden werden vom Ausland gehalten. Und hier hat ein Kollege aus Shanghai berichtet, über China geht das Geld aus, der Lockdown und die Schulden. Erst die Wirtschaft gegen die Wand fahren und dann neue Schulden machen. Also die pfeifen auch schon ein bisschen auf dem letzten Loch. Es ist nicht so, dass die Jugend hier dasteht wie der sichere Gewinner, die Aufsteiger, und der Westen ist so ganz klar auf dem absteigenden Ast. Wir sind auf dem absteigenden Ast, aber das ist eben so, dass die Chinesen auch massive Probleme haben, Immobilienmarkt etc. etc. Dazu ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Und apropos China, Russland, wir sehen, wie man jetzt vielleicht die Abhängigkeit von russischem Öl reduzieren kann. Dazu eine interessante Analyse, die diese ganze Thematik mal in den Blick nimmt. Und hier unten in der Grafik sehen wir übrigens auch, dass Russland die höchsten Produktionskosten hat von allen großen Ölproduzenten weltweit. $43 braucht man, damit macht man immer noch Gewinn bei den Ölpreisen, ist ja völlig klar, aber man macht deutlich weniger Gewinn als die anderen. Also hier der zweite Artikel, der diese ganze Thematik Energie, Öl etc. in den Blick nimmt. Zwei sehr spannende Artikel, meine Damen und Herren, wieder. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Abend und sage Servus und Ciao.